Moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Da drüben ist er wieder, unser Prediger oder was auch immer er sein soll. Was ist los mit dir? Da drüben ist halt noch ein Polizist. Und da ein Polizeiauto, ich würde ihn natürlich auch gerne hauen. Der hat es einfach verdient, Leute. Aber okay. Lassen wir das mal. Jetzt haben wir gleich wieder die Polizei im Nacken. Und wir fahren mal zu Manny. Mal sehen, was er von uns noch möchte. Oder was er für einen Auftrag für uns hat. Das Gesetz der Straße. Ja, ab zum Gemeindezentrum. Ja, Tür lassen auf. Wird schon keiner klauen. Manny Escuela combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up five blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metrosexual? It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here? Man, I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV, and now some punk's been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man. Yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Okay. Yeah, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood. Man, what the fuck is that, man? Ja, wir sollen einfach mal so fürs Image ein paar Leute umbringen. Da sagen wir natürlich nicht nein, Leute. Seht ihr, unser Auto ist immer noch da. So, fahr zur Albon Quinn Bridge. Oh, wieder viel Polizeipräsenz hier gerade. Ja, schön Rettungsgasse lassen, Leute. Für Menschen wie mich, die es ein bisschen eilig haben. Einmal zahlen. Und $30.000 haben wir fast zusammen. Da fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, nach der Mission haben wir das dann schon zusammen. Und mal schauen, für was wir denn so unser Geld eigentlich ausgeben können. Hier viel Geld zusammengescheffelt, aber wirklich was gesehen, was viel Geld kostet, habe ich noch nicht. So, und wieder mal sind wir im alten Viertel unterwegs. Aber Dimitri hat uns noch nicht aufgespürt. Also das ist doch kein so toller Gangster, wie er von sich selbst behauptet. Sonst hätte er uns schon lange mal aufgespürt. Aber ich will mich nicht beschweren, so können wir uns natürlich neu aufbauen. Ah, okay, hier ist ein kleiner Bahnhof wohl. Oder sowas in der Art. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ah, okay, wir sollen den Zug wahrscheinlich verfolgen. Folge dem Zug und schalte sie aus, wenn sie aussteigen. Gut, dazu müssen wir jetzt hier den Bahnsteig dazu folgen.
Ja, Verfolgungskamera brauchen wir nicht einschalten. Das reicht, glaube ich, wenn wir hier einfach den Bahnschienen folgen. Weil woanders hinfahren kann der Zug ja auch nicht. In der Nähe war doch irgendwo ein Bahnhof. Da sind wir doch selber mal mit der S-Bahn gefahren. Hier einmal querfeldein. Ist natürlich hier so ein bisschen Zickzack-Muster. Aber hier steht im Weg rum. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, dass wir den Zug hier nicht verlieren. Schön reingerollt in den Unfall. So, die Ziele haben den Zug verlassen. Ich denke mal, die werden hier irgendwo runterkommen. Dann warten wir doch mal auf die. Die kommen von der Seite hier runter. Okay, das war's schon. $1500 haben wir bekommen. Und wir machen uns hier schleunigst aus dem Staub. Mini an. Okay, wir wollten ihn gerade anrufen, aber hat dann abgebrochen, weil wir wohl eingestiegen sind ins Auto. Ich hatte ganz vergessen, ja, war doch vorhin noch eine blaue Person auf der Minimap. Da möchten wir natürlich auch wissen, was sich dahinter verbirgt. Recht erinnere, war das hier irgendwo auf der Ecke. Da ist er. Ah, wieder unser alter Kollege. Schauen wir mal, wie wir ihm helfen können diesmal. Hey man, remember me? Sure, the crack smoking American dream. I'm clean, man. Oh, what a ride. Yeah, you look good. Feel good. Good. I sank as far as a man can sink. When you're given blowjobs at $10 a pop so you can score your next rock. And I have an Ivy League education. Jesus, what a disgrace. But I'm over that now. I'm engaged. Ja, gratulation. Congratulations. Hey, I owe you, man. I mean, I was a dick, but I'm making up for it. I was a loud mouth. Zu uns war doch eigentlich gut. I apologize. Hey, apology accepted. Don't worry about it. Listen, I gotta go pay off one of my dealers. Make things right. Would you come with me? I hate to ask, but I'm afraid the temptation might get to me. Please. Sure. Ja, da können wir nicht nein awesome. Sagen, wenn er uns so nett bittet. We need a ride. Ja, haben wir doch hier. Steig ein. Ist ein bisschen demoliert, aber wir sollten noch ankommen, da wo wir hin wollen. They're over on Onion, just off Asparagus Avenue. So, bring Brian zu seinem Dealer. I asked my sponsor to come along, but he says this is something I gotta do without him. Thanks for helping me, dude. Do not mention. This is step number 9 in the program. I'm making amends to all those I harmed. Expensive process. Could be. That said, it's a lot harder to ask people to write off the emotional debts than the financial ones. My problem hurt a lot of people. Ja, er scheint so ein Programm der Wiedergutmachung zu machen.
Und hier vorne sind wir schon am Ziel. That's them. Do you mind waiting here? Natürlich, wir warten kurz. Tu, was du tun musst. You're pretty dumb for a banker. You forgot about interest, bitch. Trust the higher power. Trust the HP. Oh. Suck it up and stay down. Thanks, dude. Glad you were here for me. So, bleib mal liegen. Da steigen wir gar nicht erst aus, Leute. Wir sind ein Gangster, wir haben schon Mafia-Bosse bezwungen. Step 9 is a tough one. Not everyone wants you to get better. I'll talk about it in group. You have to have the serenity to accept the things you cannot change, the courage to change the things you can, and the wisdom to know the difference. Right, dude? I mean, that makes sense. I just can't always live it. That is a healthy attitude. Ja, sehr schön. Dann bringen wir ihn mal nach Hause. Thanks for everything. Here's a token of my gratitude. Stay safe. Stay safe, genau. $500, immerhin. Dafür, dass wir ihm da mal ganz kurz geholfen haben. Wiedergutmachung zu leisten. So, vielleicht... Ah, hier haben wir noch eine blaue Person. Da können wir auch mal schauen, was da los ist. Er hier. Comrades! Excuse me? Didn't I see you at Comrades, pal? Where? That bar, Mickey's place. I'm sure you was one of those commie bastards used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. That's about right. I was a mess. A mess. But I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yeah. Yes, sorry. I'm a new man. Not dependent on Glückwunsch. Anything. No more drink. No drugs. Even gave up hookers. Everything. Good. Why are you telling me this? It's good to share. Cool. I'm a positive person now. Positive. I'm through with problems. Now they are just opportunities. Well, good luck with your opportunities. I've got to go. Oh, no, wait, wait, wait. I know. This is a lot to ask, but I was wondering. I owe a guy some money from my drinking days. And he's kind of angry. I don't suppose you could come along and keep him cool. I'm going to pay him back. Please? Okay. Please? Okay. Ja, sehr gut. Nico hat einfach ein zu gutes Herz, hilft alles und jeden. Den Mel, den kennen wir wohl aus der Bar, wo wir Vlad immer begegnet sind. You'd be amazed by the things I've been doing since I cleaned up. I'm waking up before dawn, for Christ's sake. Obviously the DTs hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. And you should have seen the can after I was done with. Oh, like the fucking sprinkler had gone off. Dry now, though. Dry as a bone. Ja, sehr schön. So soll das sein, Leute. This is where they should be. Can you clear things up with him? Don't worry. I'll make sure everything's cool. We're here to pay back the money my friend here owed you. He doesn't want no trouble. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Flummo kicked me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. Mel ain't nearly hit rock bottom yet. Don't want to make me finish the world. Okay, ich glaube, das war's. Schnell weg hier.
Hol Mel ab. Ja, wo ist er denn? Next time, stay out of my way. Okay, irgendwo da unten. Ja, Polizei trifft uns hier gerade ein bisschen blöd. Achso, Mel wird verfolgt von Polizisten. So ist er denn, da läuft er. Komm, steig ein. So ein Mist, Leute. Da bin ich nicht schnell genug weggefahren. Ja, ärgerlich. Okay, wir machen unsere Schutzweste verloren. Was wir jetzt machen, wir rufen mal Little Jacob an und fragen ihn mal nach Schusswaffen. Oh, unsere Waffen sind auch weg. Ja, schade, der hat zu tun gerade. So, wir sind raus aus der Polizeiwache und treiben wieder unser Unwesen. Dann sollten wir mal zur Polizeiwache, ne, von der Polizeiwache weg und hier zu dem Waffenladen fahren. So, wir haben eine Nachricht bekommen. Okay, Nico, bist du tot? Ich will nicht deine Mutter anrufen müssen. Unternehmen wir was, wenn du noch atmest. Roman. Ja, können wir natürlich mal machen. Erstmal brauchen wir wieder neue Waffen. Okay, dafür ist das Geld also da. Dass wenn man mal verhaftet wird, dass man sich hier neue Waffen leisten kann. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu teuer für uns. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal die Weste. Das sind schon mal 500. Ja, die sieht doch ganz nice aus hier. Können wir die schon kaufen? Boah, 8500. Ne, die lassen wir erstmal hier. Eine Shotgun wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, die nehmen wir mit. Classic, reliable and attractive to the eye. So, ein bisschen Munition können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. So, eine AK brauchen wir noch nicht. Mitteilung schauen wir uns gleich an, Leute. Ja, eine Pistole brauchen wir auf jeden Fall. Obwohl, die benutzen wir eigentlich nicht mehr. Da warten wir vielleicht, bis wir eine finden. Und wichtig wäre vielleicht noch hier eine MP. 2500. Okay, SMG heißen die. Sieht für mich aus wie eine MP5. Aber gut. So, dann sind wir schon mal erstmal wieder gut gerüstet. Elisabeth ruft an. I don't think I've ever played Peacemaker, but I'll be there in a bit. Okay, Elisabeth ist wohl ein bisschen, ja, angry. So, wir schauen uns mal die Nachrichten an. Ja, Nico, geh ins Persos in Algonquin. Alle VIPs gehen dorthin, Alter. Kauf dir ein paar verdammt schicke Klamotten. Du bist genetisch anders, Alter. Du brauchst das ganze Paket, um dazu zu passen. Das ist unser Style, Brucey. Und wir haben noch eine weitere Nachricht bekommen. Von unbekannt. Nico, wir treffen uns am Ende des Piers bei den Castle Gardens. Ja, keine Ahnung, wer das sein soll. Ich würde noch mal gerne gucken, ob wir die Mission hier mit den Kollegen jetzt abgeschlossen hatten. Die hatten wir da unten irgendwo angenommen, ne? Ja, denn wenn nicht, dann würde ich die ganz gerne noch mal wiederholen und zu Ende bringen. Ja, ein bisschen unglücklich gelaufen da, dass er da so weit weggelaufen ist und wir hinterherfahren mussten. Dadurch hat die Polizei uns dann halt angehalten und verhaftet. Okay. Ah ja, doch, hier ist er. Gut, Leute, dann gehen wir das Ganze nochmal an.
Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann wiederholen wir das Ganze hier nochmal. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also Leute, bis dahin.